kaputt geht. Aber auch irgendwie nicht der Sinn von Minecraft. Ach, ich brauche keine Mods, Mann. Wir spielen das alles modfrei. Mods vergiften das Spiel nur. Boah, da sind jetzt wieder bestimmt andere, ganz andere Meinung. Nee, stimmt gar nicht. Mir doch Also der egal. eine Mod, dass du den Baum da, wo du das kaputt machst, dass dann so gesehen komplett kaputt geht, ist eigentlich so ein sinnvoller Mod. Menschenleben Ja, machst das ja auch. wenn du so einen Mammutbaum hast, ja, aber nicht, wenn du hier die ganze Zeit irgendwie Bäume fällen willst, haust das weg und dann geht das alles kaputt, dann. Ist ja eigentlich so ein Realismus-Mod. Bei Menschenleben machst du das ja auch. Einen Baum Aber fällen, wir nicht sind erst bei mit. Minecraft und nicht im Real Life. Dann kann man zu Dings gehen. Second Life oder wie das heißt. Können die Leute Bäume fällen, wenn sie Bock haben. Ah, hier habe ich auch wieder so einen Elefantenbaum. Wir können auch mal jetzt irgendwann. Hast du eine Schere dabei? Nein, ne? Schade. Aber wir haben noch ganz viel. Ja, weiß ich. Wir können nämlich mal Leaves bauen, da abbauen, oder wie das heißt da. Aber wusstest du, dass man aus Seide, also aus diesen Strings, dass du da auch Wolle herstellen kannst? Ja, weiß ich. Wenn du 4 Stück hast, dann kannst du Oh. daraus einen Wolleblock machen. Das kenne ich. Das kenne ich alles noch. Das finde ich irgendwie gut für die ersten Tage. Wenn du noch kein Bett hast, nachts einfach auf Binnenjagd gehen. Und hast ein Bett. Und der Ja. erste Stack weiße. Aber weißt du, was ich jetzt erstmal mache? Hier sind doch so viele Kühe. Ich hitte die mal kaputt, Alter. Aber dann kriegen wir nämlich wieder Fleisch. Und wir brauchen mal was zu Apropos Fleisch, essen. ich brauche erstmal eine Melone. Ich habe mich mal gesund. So, weil ich habe gerade richtig viel Fleisch gekriegt jetzt. Und da hinten ist nämlich noch eine Melonen. Kuh. Melone gibt pro Stück ein Hungerbalken. Das ist ja nicht viel, ne? Dafür kriegst du ja aus einer voll viele. Aber da klatsche ich lieber eine Kuh weg, da habe ich ein schönes Roastbeef und dann wird das nachher schön knackig gebraten und dann geht er halt weg. Dann wird sich das in die Rippen hauen. Ich habe Pilze gefunden. Wir könnten daraus so einen Riesenpilz züchten. Ja, wir können mal gucken, was man da machen kann. Einfach mal alles mitnehmen, was du so, wenn Pilze findest, und immer mitnehmen den Käse. Können auch Pilzsuppen machen. Es gibt so viele Sachen. In Minecraft kannst du alles machen, was du willst. Ja, nicht alles, auch begrenzt. Aber man kann schon viel machen. So, komm mal zurück jetzt. Geh mal zurück, weil es wird dunkel. Ja, ich suche gerade den Zurückhausweg. Ah, da. Ich sehe dich. Du musst dich einfach an dem Turm orientieren, auch da, wo ich hingehe. Ich baue hier nämlich noch. Die Pilze kannst du schon abhauen. Noch. Jetzt? Guck mal, hier sind doch Jetzt. Pilze, jede Menge. Da. So. Das ist noch ein weißer Baum. Ja, hau den mal Ob schnell das. ab. So. Das war's. Lass mal zurück. Komm mit mir mit. Ja. So, komm. Auf dem Weg nochmal eine Kuh zerfetzt. Pass auf, da kann man runterfallen. Hier auch. Sollten wir alles mal Ja. Ja, das geht gehört noch machen. alles, kommt alles noch, kommt alles noch. Das ist bloß erstmal. Ja, das Ding ist, hier ist gut, hier sind keine Viecher, weil hier Licht ist. Ja doch, hier spawnen ja manchmal welche. Ja, aber selten, sehr selten, wegen dem Licht. So, dann lass uns mal rein. Lass uns mal erstmal einmal knicken. Einmal knicken, dass es hell ist. Weil wenn wir jetzt schlafen, spawnen nicht so viele Viecher, wenn wir wieder wach sind. So. Und dann guck mal, leg mal einfach alles rein, was du hast. Ich habe so viel gesammelt Ja, schon. sortiere, oha, sortiere das mal ein bisschen noch so. Pilze, so, das Fleisch packe ich mal in den Ofen. Das ist Guck mal, viel wie viel wir höher. schon haben. Warte. Da können nämlich mal Oh, lecker. 21 mit. 3. Das ist schon mal gut. Soll ich den Pumpen hin tun? In die Mischkiste reinschmeißen. Okay. Kann die nicht auch anbauen? Ja, kann man irgendwie, aber ich glaube, daraus wächst, glaube ich, Auch nichts. wieder welche. Ja, soll ich mal anbauen? Könnte daraus Samen machen. Warte mal. Ja, warte, dann komme ich nämlich mit dir mit. Warte mal.
Wo ist mein Zuckerrohr? Der ist. Warte, Kaktus können wir auch direkt mal anbauen. Wo ist mein Zuckerrohr? Wo hab ich hier letztens? Ich hab doch kein Zuckerrohr. Hier, nein, das ist Kaktusgrün. Ja, in der Futterkiste. Ah, 32. ja, gib mal her, meine. Weil die baue ich jetzt an. Dafür brauchen wir aber auch noch Dings, ne? Also ich brauche Wasser. ein bisschen Sand. Wasser brauche ich. Ich brauche einen Eimer. Ich sag, ich brauche ein bisschen Sand. Da, das sollte reichen. Und diese um Pflanzen. Ja, aber wir müssen Teil. jetzt erstmal gucken, wo wir das denn hinbauen. Nimm dir mal eine Schaufel mit. Und warte, ich nehme noch 10 Bone mit. Mach ich aus Bone Meal, dann wächst das schneller. Nee, nee, lass mal das Mehl drinne. Warte, ich habe jetzt 30 Bone Meal. Für Warte, da müsst ihr was? nicht so lange warten. Für Zum Beispiel was? für die Melonen. Quatsch! Die Melonen wachsen so. Lass das Bone Meal drinne, die 32. Die brauchen Okay. wir. Lass das drinne. Für Wo ist das denn? wir haben doch Zeit. Wir haben massig Zeit. Das muss nicht alles gehetzt wachsen. Alles ganz chillig. Ja, okay. Das kann alles Oh. ganz in Ruhe, kann das alles gemacht werden. So, okay. Hast du dieses Umflugteil? Brauche ich doch gar nicht. Zuckerrohr. Ah, ne, stimmt. Zuckerrohr brauche ich nur Wasser. Was Aber habe ich ich habe hier denn? noch die Melonen da, die Pumpkin-Samen. Das wird auf jeden Fall. Oh, du mal, such dir mal irgendwo eine Stelle, wo du deine Pumpkin-Samen machst und drüben mach mal die Melonen wieder da in dem Feld. Ja, die Melonen wachsen, glaube ich. Ich verstehe nur nicht, warum er da jetzt die Zäune rumgemacht hat. Die Zäune kannst du eigentlich abbauen. Ich glaube, wir brauchen nicht so Umflugteil für, damit die Melonen. Ja, mach doch. Gut, Ich habe aber keinen. mach dir eins aus Stone. Wir haben doch Okay. genug Sticks und so, das haben wir doch. Und ich mach mal hier eine Kakteenfarm. Ja, können wir alles gleich machen. Da haben wir doch genug. So eine Viertelstunde. Ich habe extra die jetzt die gebrauchten Schaufeln mitgenommen. Ja, ich wurde das mit der Hand. Guck mal hier. Dann bauen wir ja Kakteen und wenn da immer zwei drauf sind, bauen wir die ab. Dann gab es nicht die Methode, dass man die dass sie selber abbauen? Ja, aber das machen wir noch nicht. Da müssen wir so eine Dings dann bauen. So eine selbst abfarmende Farm oder wie das auch heißt, keine Ahnung. Hab noch ganz viele Äxte. So, das trifft sich immer in der Mitte, das ist gut. Ich hole mal neues Wasser. Das sieht so gut aus, das Haus. Das sieht so schön aus. Wenn dann noch nachher das Dach kommt, das wird dann noch besser. Siehst du, deswegen nehme ich lieber alle Eimer mit. So muss ich weniger hin und her rennen. Dirt, nehme ich mal ein bisschen mit. Oder hast du noch Dirt? Dirt ist doch unten im Keller. Jede Menge. Kannst du alles rausholen. Da haben wir jede Menge noch. Mach mal ein bisschen die Farm größer. So, noch haben wir noch genug. So, dann kommt hier wieder was rein. Bist du wohl. Jetzt mache ich noch einmal zwei Eimer voll mit Wasser und dann haben wir das auch fertig. Dann ist die Zuckerplantage auch schon fertig gebaut. Wenn ich laufe, kriege ich immer schneller Hunger, ne? Ja. Merk das Ah, schon. direkt ist hier eine Melone gewachsen. Ja, Nur weil sehr ich das gut. umgepflügt habe. Cool. Soll ich die ein bisschen erweitern, die Farm, oder soll ich die so lassen? Du kannst die, wenn du willst, größer bauen. Also, je mehr wir anpflanzen können, desto besser, oder nicht? Dann mach ich die, glaube ich, nicht doppelt so groß, aber fast doppelt so groß. Können wir auf einer Seite Melonen anpflanzen und der anderen dann diese Pumpkins.
Ja, wie Man gesagt, du weiß. kannst auch diese hässlichen, die Zäune kannst du da rum mal wegklatschen. Die gehen ja auch, kannst du ja auch wegbauen. Ja, ich würde die lassen, Weil bevor guck mal, da. na, guck mal, wie groß die Zuckerfarm wird. Ich habe jetzt die ersten 32 gelegt, das geht noch bis hier durch. Das wird riesig. Ich würde den Beide Zaun Brocken. lassen, weil wenn hier Achso, Monster ja. rüberlaufen, dann gehen die kaputt. Ja, so ist gut. Ah, wir dürfen jetzt nicht darauf rennen, ne? Ne, Deswegen müssen doch, wir mal hier rennen, ne? geduckt darfst du drauf da durchrennen. Achso, ja, wir lassen es lieber so. Wie baue ich die ab jetzt? Einfach Mit der schlagen? Hand. Einfach mit der Hand. Und wenn du die hast, kannst du daraus direkt neue Melonsamen machen. Lol. Einfach. Mach Okay. daraus mal Ja, Melonsamen. das musst du umpflügen dann aber. Ja, mach ich. Wie raus mache ich da? Ach so, okay. Dann kann ich daraus Melonen machen. Ich habe 4 Stück bekommen. Pflüg das mal um, bitte. Danke. Habe ich jetzt was reingelegt? Nein, nicht dahin. Oh, habe ich aber schon. Du musst die hier machen, weil die wachsen immer eins nach vorne. Wo muss ich die hinmachen? Auf die hinteren. Also da. Auf welche jetzt? Auf die hinteren von beiden. Auf die hinteren von beiden? Ach, da? Ja. Und dann einen Platz vorne freilassen, oder wie? Guck mal, da ist ja dieser Stiel und die wachsen immer nach vorne hin. Also hier auf dem vorderen Platz hier, ne? Genau. Ach Das heißt, du so. musst die alle anzaunen machen, damit die so wachsen können. Ach, dann wachsen die nämlich automatisch so rüber. Okay. Oh. Siehst du, das wusste ich nämlich nicht. Das kenne ich nämlich nicht. Aber hier müssen wir noch, glaube ich, Wasser durchziehen. Ja. Warte, ich hole Wasser. Ja, hol direkt auch diese Stone, diese Wooden Slabs. Und bring ein bisschen Baumehl mit, damit wir direkt die fertigen haben. Naja, brauchen wir nicht. Dann wachsen direkt. Brauchen wir doch nicht. Wie gesagt, wir brauchen doch die Melonen noch gar nicht. Wir haben doch Zeit. Junge. So, was soll ich mitbringen? Noch dieses Diese Holz. Holzplätze und Wasser haben wir ja. Okay. Haben wir nicht mehr. Warte, muss ich welche craften? Wie gehen die nochmal? Ja, genau. So, 9 Stück habe ich erstmal. Noch ein. Hast du ein Loch gegraben? Nee, mache ich noch. Weil ich komme schon. Aber warte, das fließt ja direkt mit. Ja, trotzdem, das soll ja auch ein bisschen gerade machen. So. Geh mal kurz. Warte mal, was wir mal machen. Hopp. Ich kann hier raufgehen, ne, wenn ich geduckt bin. Geduckt kannst du da drauf. Mal guck mal, ich mach das, dass das so ist, siehst du? Okay. Dann ist das ruhig, der Fluss. Das ist eklig, wenn das immer die ganze Zeit so. Jetzt müssen wir noch warten, bis die Pumpkins fertig sind Ja, und guck mal, können dann die Farm auch da erweitern. hinten ist schon wieder einer fertig. Ja, die So. kannst du jetzt erstmal in die Futterdose Und was tun. ist mit diesen gelben Teilen? Die wachsen trotzdem nochmal, ne? Ja, das ist so gesehen der Stiel und daran wachsen die wieder. Ach, immer und immer wieder. Yes. Ah, okay. Dann müssen wir das hier nicht umpflügen, hier vorne. Da vorne musst du immer wieder umflügen. Ja? Aber du kannst doch da gehen, da musst du doch nicht Dings machen.